Smiley in Freiheit. Ne? Guck. Ein bisschen ängstlich läuft hier noch durch den Wald. Also da hat sich noch nicht wieder so dran gewöhnt hier. Ne, Smiley? Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe eine Viertelstunde mit euch geredet und der Knopf war nicht an. Wie doof kann man eigentlich noch sein? Das passiert immer dann, wenn ich die Kamera umdrehe und wieder auf Frontkamera schalte oder auf Vorderkamera, dann muss ich nochmal, also ich klicke dann, dass sich die Kamera wechselt und ich klicke dann nicht nochmal auf den An-Knopf. Und deswegen passiert das. Dann rede ich einfach sofort los, so frei von der Leber weg, ohne nochmal zu kontrollieren, ob das Ding an ist. Also ich sag's euch. Also ich wollte euch berichten, dass ein bisschen mehr weh tut jetzt, auch wenn ich hoch und runter mache, als heute Morgen und als gestern, aber ist alles noch im grünen Bereich. Und ich merke es auch, wenn ich spazieren gehe und den Arm so hin und her donner, dann merke ich es auch. Jetzt habe ich euch außerdem erzählt, dass ich überlege, was ich zu essen koche. Kartoffelsalat habe ich keinen Hunger drauf, habe ich gesagt, weil den hatten wir ja letzte Woche schon. Ich hätte aber Hunger auf einen Nudelsalat. Da fehlen mir die Zutaten. Ich brauche Nudeln, die habe ich, glaube ich, vielleicht noch, wenn es gut geht, aber ich habe keine Mayonnaise, die habe ich ja weggeschmissen, da war noch so ein bisschen, heute mal Ketchup habe ich auch nicht, den würde ich auch noch mal kaufen wollen, den habe ich auch weggeschmissen, war aber eh nur noch so ein Rest drin vorhin und ich habe auch keine Fleischwurst und die brauche ich auch. Dann würde ich nachher einen Nudelsalat machen, das ist aber natürlich nur etwas für mich, mein Mann isst das nur als Beilage und Maili, komm, ich habe auch kein richtiges Fleisch mehr, sondern Hackfleisch, Maili, komm, komm. Nichts essen. Witzig, dass sie da wohl riecht, wo jemand hingepieselt. Naja, und dann würde ich wahrscheinlich Hackklößchen machen, also Frikadellen. Die würde er auch essen, weil ich habe ja nur Hackfleisch. Und dann denke ich, würde das mit dem Nudelsalat auch klappen. Ansonsten habe ich noch Essen von gestern. Das könnte ich ja dann auch noch mal warm machen. Da sind ja Kartoffeln und so bei. So machen wir das. Also ich mache Frikadellen mit Nudelsalat. Genau. Ich muss aber gleich einkaufen gehen. Und ich habe euch auch gesagt, dass mein Arm einschläft. Und zwar die Seite, die nicht gedönst wurde, sondern das ist ja die. Deswegen habe ich ja extra das machen müssen und nicht die Seite. Und ich schläft trotzdem ein. Und ich habe euch auch gesagt, dass das so... Moment, stehen bleiben. Mein Arm abstützen hier. Dass es immer schlimmer wird mit den Babys, wenn ich sie halte und meine Hände einschlafen. Und zwar beide Seiten. Also meine, ich habe ja das Karpaltunnelsyndrom und beide Hände schlafen ein, wenn ich die Kinder halte. Und zwar auch sehr deutlich schlimmer als noch am Anfang, als ich angefangen habe, da mit den Kindern halten. Ich hatte das schon bei meinen Kindern. Ich hatte es auch bei meinem Enkelkind. Da hatte ich ja, die habe ich auch mit großgezogen die ersten Jahre. Und jetzt fängt das wieder an und ist ziemlich schlimm geworden. Aber ich kann die Kinder noch sicher halten. Ist nicht so, dass sie mir aus der Hand rutschen. Das hatte ich nämlich auch schon, habe ich ja erzählt, dass mir dann die Zahnbürste runterfällt und so. Aber so ist es nicht. Das geht noch, aber wird schlimmer. Kann ich mal nur mal so in den Raum stellen. Aber ich lasse mich trotzdem nicht operieren. Komm, dafür bin ich nicht. Das hat meine Schwägerin gemacht an beiden Händen. Und sie ist zwar sehr viel besser, aber es ist nicht weg und sie hat es auch immer noch. Ist zwar sehr viel besser, ja, aber dafür würde ich mich nicht operieren. Das ist im Moment noch nicht. Also so weit bin ich noch nicht. Ist es ja auch nur, wenn ich schwer arbeite oder lange hebe oder schwere Dinge mache oder viel stricke oder häkel oder so. Und das ging eigentlich auch ganz gut letztes Mal, als ich die Mütze gehäkelt habe, die ich immer noch nicht dem Kind gegeben habe, weil mir die nicht gefällt. Deswegen habe ich sie noch nicht überreicht. Ich werde noch mal... Aber vielleicht was anderes stricken oder häkeln. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Dafür habe ich im Moment auch nicht so die Zeit. Ich habe ein paar Pläne bezüglich meinem YouTube-Kanal. Da muss ich mal gucken. Komm. Es wird auch ein bisschen Arbeit wieder bedeuten. Schauen wir mal. Man hat ja eine Menge Zeit. Das sage ich ja, ne? Wenn ich hier allein auf dem Dorf bin, dann denke ich mir immer so ganz viele tolle Sachen aus, zu denen ich dann doch nicht komme. Maili, komm her, da kommt ein Auto. Komm her, ich mach dich mal wieder an die Leine. Bis später. Ich mach Essen, ich hab Fleischstücke gefunden. Das werde ich jetzt anbraten mit Zwiebeln und mach Paprika dazu und Tomaten. Und hier koche ich Nudeln und werde da vielleicht eine Spinatsoße oder so zu machen. Genau, das ist nicht kommen, leider.
auch tatsächlich die ganze Zeit auf Slow-Mo gefilmt, während ich Essen gekocht habe. Na, das ist alles nicht wahr. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht gleich nochmal in der Überarbeitung vielleicht auch so schnell Modus machen kann. Also ich habe echt, es ist mir lange nicht passiert mit dem Slow-Mo. Mein Mann wird jetzt auf jeden Fall, ist einmal zum Dorf wieder gefahren, um zu gucken, ob wir Fliesen haben, weil, Moment, wir für diese Fensterbank, das eingebaute Fenster, was wir ja hier haben, da würde es, sagt er, zu dick werden, wenn wir jetzt hier eine Holzplatte drunter legen. Deswegen hat er gesagt, wird es wahrscheinlich besser sein, wenn wir Fliesen drauf machen. Jetzt wollte er mal gucken, ob wir im Dorf noch Fliesen haben. Haben wir, ich weiß, weil ich diese Fliesen eingepackt habe, bevor wir hierher gefahren sind. Ich habe die, wir haben im Garten ganz viel Fliesen gehabt. Ich habe die alle meinen Sohn in den Laster transportieren lassen, bevor wir hier aufs Dorf gezogen sind. Das heißt, wir haben Fliesen. Ich bin ziemlich sicher, muss sie nur finden. Und insofern geht er da jetzt mal gucken. Und ich bin dabei, Essen zu kochen. Ich habe aufgenommen, während ich eine Käse-Sahne-Soße mache für meine Nudeln, weil einkaufen gehen konnte ich nicht, hatte ich euch eben erzählt, weil mein Mann schon hier war und wir dann Pläne geschmiedet haben, was wir jetzt heute noch machen wollen. Er wird die Fensterbänke machen, die Fenster soweit machen und ich habe Essen gekocht, habe hier eine statt Nudelsalat, weil ich nicht einkaufen gehen konnte, habe ich jetzt mal eine Käse-Spinatsoße versucht zu zaubern und da habe ich Nudeln gekocht, die muss ich jetzt nicht unbedingt abgießen. Ich habe hier Fleisch gebraten für den Herrn, damit er auch sein Fleisch bekommt, weil ich habe tatsächlich noch Gulaschstücke im Kühlschrank im Eis gehabt. Würde jetzt aber ganz gerne noch mal ganz schnell einkaufen gehen, weil mir doch Brot fehlt. Also, obwohl ich habe noch Brot eigentlich. Also ich habe noch Toastbrot, das reicht für mich auf alle Fälle. Ein bisschen Brot ist auch noch im Kühlschrank. Ich glaube, ich habe im Eis auch noch eingefrorenes Brot. Das reicht auch. Also kann ich auch morgen einkaufen gehen. Kommt heute, egal. Gehen wir nicht einkaufen. Nee, ich habe noch ein bisschen im Kühlschrank liegen. Na gut, denke ich, also nicht einkaufen. Können wir ja auch noch morgen machen, vielleicht, wenn ich morgen oder übermorgen noch hier sein sollte. Genau, jetzt muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich jetzt gleich mein Video mal von diesem Slow-Mo-Modus wieder wegkriege, weil ich habe Essen gekocht und alles auf Slow-Mo gemacht. Das ist doch nicht wahr. Naja, mein Licht habe ich auch wieder aktiviert. Das habe ich mich da oben rausgeholt, den Stecker, als ich nicht da war. Das war mir sicherer. Jetzt gießen wir aber die Nudeln ab. Ich bin gespannt, wie die Käse-Sahne-Soße schmeckt. Können wir mal gucken. Ich habe jetzt Zwiebeln angebraten. Ich habe mit Butter Zwiebeln glasig gebraten, dann habe ich den Spinat mit angebraten, ein bisschen Kochwasser von den Nudeln mit reingegeben, habe dann ein bisschen Frischkäse reingegeben, habe Schmand reingegeben und habe Salz und Pfeffer, habe ich glaube ich vergessen, muss ich noch machen. Ja, das geht klar. Ein bisschen mehr Butter und Fett wäre nicht schlecht, aber... Ah ja, und Tilsiter habe ich auch noch reingemacht, den Tilsiter und den Frischkäse. Und ja, das wird schon schmecken. Statt Nudelsalat, Nudeln mit Käse-Sahne-Soße, auch nicht schlecht. So, Manneken immer noch nicht da. Es ist inzwischen 2:50. Miley, die bettelt hier schon die ganze Zeit. Ich denke, die hat aber noch genug von gestern. Die müsste eigentlich erst 5 bekommen. Es ist erst 3, Miley. Noch gibt's nichts. Ja, noch gibt's nichts. Ich muss jetzt mal ein Telefonat erledigen und werde dann die Nudeln in die Spinatsoße geben, damit das sich so ein bisschen vollsaugen kann. So, mein Lieben, so sieht mein Abendessen aus. Mein Mann ist noch nicht da. Ich habe Hunger, deswegen Spaghetti mit Käse, Spinat, Sahnesoße. Das sieht doch lecker aus, ne?
Hallo, hallo, mein Lieben. Tut weh. Update. Bin ziemlich müde. Knochen tun überall ein bisschen weh. Hab auch versucht, hier mich eben ein bisschen hinzulegen. Bin sehr, sehr müde geworden, aber das muss ja nichts heißen. Aber mir tun auch irgendwie die Knochen so ein bisschen weh. Wie gesagt, der Arm tut auch weh. Wenn ich ihn hebe oder wenn ich bewege, ist es nicht schlimm. Aber ja, das ist so der Stand der Dinge um 8 Uhr, einen Tag danach. Ich gehe jetzt noch mal kurz mit meinem Hund raus und dann gehe ich ins Bett, Leute. Bin einfach müde, kaputt und die Knochen tun mir weh. Ich kriege auch Kopfschmerzen langsam. Insofern lasse ich das lieber für heute. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön und bis morgen.